Hallo? Oh, entschuldige. Mann, das ist ja ein wunderschöner Anblick. Wir hatten auch einen fantastischen Morgen, wir beide. Ich habe dir was mitgebracht. Zum Frühstück. Wie ist es gestern Abend gelaufen? Es war toll, großartig. Und es hat nur geklappt, weil du mir geholfen hast. Das hast du vor allem dir selbst zu verdanken. Du hast dich erfolgreich gewehrt und auf dein Recht als Jacks Mutter bestanden. Nein, ohne dich wäre ich dazu nicht in der Lage gewesen. Okay. Anscheinend ist es nötig, dir immer wieder von Neuem ins Gedächtnis zu rufen, dass du etwas ganz Besonderes bist. Und ich will auch nichts davon hören, dass zwischen uns ein gewisser Altersunterschied besteht. Oder dass ich Brooks Sohn bin und du Phoebes Mutter bist und ich früher mal eine Liebesbeziehung mit ihr hatte. Ich will nichts von all dem hören. Ich bin für dich da und möchte dir helfen, dein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen und diesen kleinen Kerl zurückzubekommen. Endgültig. Ich weiß, dass du mir nach Kräften helfen wirst, damit Jack bei mir bleiben kann. Ich gebe zu, dass ich so meine Gründe dafür habe. Und was sind das für welche? Ich finde die Vorstellung, mein Leben mit dir zu teilen, sehr schön. Das meine ich ernst. Ich möchte dich beschützen und dich verwöhnen und mich für dich einsetzen. Und wenn du es zulässt, wird es auch bestimmt gelingen. Ich verspreche dir, es wird genauso sein, wie du es dir immer gewünscht hast. Du wirst glücklich sein und wieder Freude am Leben finden. Ich hatte mir geschworen, dass ich nie wieder jemandem mein Herz schenke. Aber du machst es mir sehr schwer, mein Gelübde zu halten. Wirklich? Ja. Rick und Taylor waren zusammen bei Nick? Ja, und wenn ich sage, zusammen, dann meine ich auch zusammen. Das ergibt keinen Sinn. Rich, glaub mir, Taylor hat den Verstand verloren. Sie ist sehr labil. Es ist nicht gut, wenn Jack bei ihr ist. Und jetzt hat sie Rick auch noch eingeredet, sie würden eine Art Beziehung führen. Die ganze Situation ist völlig absurd. Das überrascht mich wirklich. Taylor hat mir ihr Wort gegeben, dass mit Rick Schluss ist. Tja, dann hat sie dich offensichtlich angelogen. Nein, offensichtlich ist die ganze Situation merkwürdig. Die Taylor, die ich kenne, verhält sich für gewöhnlich nicht so. Diese Taylor gibt es längst nicht mehr. Und die jetzige Taylor wird immer schlimmer, von Tag zu Tag. Sie ist krank, Rage. Tja, eine Frage. Wieso warst du eigentlich gestern Abend bei Nick? Ich war ein wenig beunruhigt wegen Jack. Ich mache mir Sorgen um ihn. Und ich mache mir auch Sorgen um unsere Zukunft. Ich werde mich ihm immer verbunden fühlen. Und ich wünschte, du könntest trennen zwischen meinen Gefühlen für Nick und denen für Jack. Jack ist ein unschuldiges kleines Baby. Er sollte nicht darunter leiden müssen, dass du seinen Vater hasst. Brooke, ich habe nicht das Geringste gegen den kleinen Jungen. Aber ich befürchte, dass dich die Gefühle, die du ihm entgegenbringst, wieder in Nicks Arme treiben werden. Nein. Nick ist Jacks Vater. Unsere einzige Verbindung besteht darin, dass ich mir Sorgen um das Kind mache. Je mehr ich davon erfahre, wie sich Taylor verhält, desto mehr vertraue ich deinem Instinkt. Du warst schon immer eine unglaublich gute Mutter. Und da ist deine Bindung zu Jack keine Ausnahme. Deshalb werde ich auch versuchen, die beiden getrennt voneinander zu sehen. Ich möchte auf keinen Fall, dass irgendwas meine Zukunft mit dir gefährdet. Mit dir möchte ich den nächsten Schritt in ein gemeinsames Leben tun, wie wir es uns gewünscht haben. Ich weiß, das möchte ich auch, Rich. Es ist mein größter Wunsch. Danke. Danke für dein Verständnis. Hallo? Hey. Hallo, Rick. Wie geht's Taylor? Ihr geht's fantastisch. Sie kümmert sich um Jack. Sie hatten einen wundervollen Abend. Ja, gut. Freut mich zu hören. Aber ich erwarte ihn heute Vormittag zurück.
Ja, ich weiß, es läuft aber gerade so schön. Gestern hat sie ihn in den Schlaf gesungen und als ich heute Morgen mit dem Frühstück kam, saß sie mit dem Kleinen im Arm da und... Nick, es ist genau das, was ihr gut tut. Schön, freut mich, dass es so gut läuft, aber wir hatten ausgemacht, dass sie ihn heute Morgen zurückbringt. Ja, ich weiß, aber was macht es schon aus, wenn du Taylor erlaubst, Jack noch ein paar Stunden länger bei sich zu behalten? Sieh mal, Jack braucht beide Elternteile. Er ist zufrieden und glücklich und Taylor würde es so viel bedeuten. Na schön. Der Kleine kann bis heute Nachmittag bleiben. Sorg dafür, dass er pünktlich hier ist. Danke, nett von dir. Hallo, Katie Logan. Was ist mit dir? Nichts. Wirklich nicht? Irgendwie hast du eine komische Laune. So. Hat es mit Bridget zu tun? Ich glaube, es wird Zeit, dass ihr die Sache beendet. Ich bin dir ja so dankbar für deine Unterstützung. Ganz besonders, da jetzt auch noch Rick in Taylors Leben hineingezogen wird. Wie wird Phoebe damit fertig werden? Taylor hat wirklich den Verstand verloren. Sie hat sich verändert. Sie ist irgendwann einfach übergeschnappt. Sie ist wirklich nicht mehr sie selbst. Nein, und es wirkt sich nicht nur auf Taylor aus. Dieses kleine Baby hat auch darunter zu leiden. Ich mache mir Sorgen um Phoebe. Das muss aufhören, bevor sie davon erfährt. Ich möchte nicht, dass sie mitkriegt, was ihre Mutter so treibt. Sie macht sich tatsächlich an meinen Sohn ran. Das ist alles andere als ein Zufall. Sie will sich an mir rächen. Sie will es mir heimzahlen. Und sie hat Nick dazu überredet, ihr den Kleinen mit nach Hause zu geben. Ich konnte kaum schlafen gestern Nacht. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ständig musste ich an das Baby denken. Was willst du tun, Logan? Ich würde am liebsten zu Taylor fahren, um zu sehen, ob es Jack gut geht. Vermutlich hast du recht. Ich werde mitkommen. Das ist toll. Hallo, Mom. Rick? Wow, du bist schon wieder hier? Danke. Wofür? Dass du dich so um meine Mutter kümmerst. Phoebe, ich hatte dich nicht erwartet. Hast du keine Vorlesung? Eigentlich schon, aber ich würde gern mit dir etwas besprechen. Ist alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Nichts Schlimmes, ehrlich. Schön. Worum geht's? Es sind tolle Neuigkeiten und ich bin total begeistert. Du hoffentlich auch. Naja, Konstantin hat angerufen und... Rick, reg dich bitte nicht auf, aber... Er macht gerade eine Tournee und reist um die ganze Welt und er ist unglaublich erfolgreich. Und stell dir mal vor... Was? Ich soll auf der nächsten Etappe seiner Tournee in Australien zu ihm stoßen. Was sagst du dazu? Wow, das ist wirklich eine ganz fantastische Chance. Ja, das ist eine tolle Gelegenheit. Und Rick, es ist super, dass du gerade hier bist. Ich wollte eigentlich auch mit dir darüber reden. Ich weiß, wir fangen gerade erst an auszuloten, wo das mit uns hinführen könnte. Deshalb wollte ich erst mal abklären, ob es okay ist. Was hältst du davon, dass ich mit Konstantin auf Tournee gehe? Du willst, dass ich die Sache mit Bridget beende? Ja, und am besten sofort. Wieso? Weil es einfach nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Ach. Und sagst du mir auch, was genau du erwartet hattest? Wahrscheinlich dachte ich, es geht dir um mehr als nur um unverbindlichen Sex und Ausgehen und so. Es kommt mir so vor, als würdest du sie benutzen, weil sie süß ist oder weil du Brooke eins auswischen oder dich als Mann bestätigen willst oder was auch immer. Habe ich da irgendwas verpasst? Ich wüsste nämlich nicht, was dich das überhaupt angeht. Ich hab Bridget sehr gern und möchte das Beste für sie. Und es ist offensichtlich, dass du sie nicht so liebst, wie sie dich. Ich gehe schon. Mann, bin ich aufgeregt, dass ich wieder nach Australien fahre und... Hey! Hey! Hey, super, dass ihr auch hier seid. Ich hab gerade Mom und Rick die tollen Neuigkeiten erzählt. Was gibt's denn? Oh, einiges. Konstantin hat mir angeboten, mit ihm auf Tournee zu gehen. Tja, das würde sicher Spaß machen, aber was ist mit dem College? Das geht in Ordnung. In ein paar Tagen haben wir Semesterferien. Ich verpasse also kaum Vorlesungen. Das habe ich schon mit meinen Profs abgeklärt.
Du scheinst ja fest entschlossen zu sein. Ich bin total aufgeregt. Das ist echt die größte Chance meines Lebens. Da ist nur noch eine Sache. Ich möchte, dass Rick auch einverstanden ist. Sieh mal, ich weiß, dass wir gerade erst wieder anfangen, unsere Gefühle füreinander zu entdecken. Und deswegen möchte ich erst wissen, ob du einverstanden bist. Sonst fahre ich nicht. Doch, ich finde, du sollst fahren. Unser Abendessen neulich war was ganz Besonderes. Aber ich will dich nicht zurückhalten. Ich kann's nicht fassen, dass ich nach Australien fahre. Rick und ich wollten zusammen nochmal dorthin. Hey, ich weiß ja, dass du wahnsinnig viel zu tun hast und es ist ziemlich kurzfristig, aber ich würde mich freuen, wenn du mitkommen könntest. Das geht nicht. Ich meine, es ist sehr kurzfristig. Es ist schwer, mich loszueisen, so Hals über Kopf. Ich habe eine Menge Verpflichtungen hier. Mit dir würde es so viel mehr Spaß machen. Ja, schon klar, aber du wirst auch ohne mich eine tolle Zeit haben. Denk einfach nicht an mich, okay? Das ist leichter gesagt als getan. Na schön. Pass auf dich auf. Ja, klar. Mach's gut. Ich muss noch packen, bevor mein Flug geht. Ich sollte jetzt wohl gehen. Okay. Ich freue mich für dich, mein Schatz. Danke, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Okay, Wiedersehen. Vergiss nicht anzurufen. Nein, nein, das stimmt nicht. Melde dich. Wiedersehen. Ich liebe dich. Wiedersehen. Okay, wir sehen uns. Deine Tochter hat noch Gefühle für Rick? Und du lässt dich trotzdem mit ihm ein? Komm mir ja nicht damit. Aus deinem Mund ist das wirklich am wenigsten angebracht. Katie, lass mich ein paar Dinge klarstellen. Bridget und ich haben gemeinsam beschlossen, das Ganze langsam angehen zu lassen. Also keine feste Bindung, keine Versprechungen. Ich befinde mich mitten in einer Scheidung und bin noch nicht bereit, mich in was Neues zu stürzen. Und Bridget versteht das. Sie mag das theoretisch verstehen, aber nicht in ihrem Herzen. Sie hat sich auf diese Beziehung viel mehr eingelassen als du und ich glaube, das weißt du auch. Mir hat sie gesagt, dass sie damit einverstanden ist und genau danach richte ich mich. Außerdem ist das eine Sache, die nur Bridget und mich etwas angeht. Ich finde das ganz schön, Katie. Keinerlei Bedingungen und für beide eine gewisse Freiheit. Hattest du auch schon mal sowas? Eine Beziehung ohne Verpflichtungen? Ich gehöre nicht zu dieser Sorte Frauen. Und du hast es auch noch nie versucht? Schläfst du denn auch noch mit anderen Frauen? Nein. Nein, tue ich nicht. Aber wenn ich das wollte, könnte ich das tun. Ich bin schließlich ein Mann, der Entscheidungen lebt. So lauten die Regeln. Wenn ich beschließen würde, mich auszutoben, könnte ich diesem Impuls jederzeit nachgeben. So ist es nun mal. So läuft's überall. Tiere tun es. Sie handeln spontan. Männer und Frauen haben Bedürfnisse und gehen ihnen nach. Es sei denn, man ist Priester oder tibetanischer Mönch. Aber ich bin nun mal ein ganz normaler Mann. Und deswegen gehe ich auch meinen Bedürfnissen nach. Verstehst du? Taylor, wenn unsere Tochter noch Gefühle für Rick hat, was offensichtlich der Fall ist, halte ich es für äußerst fragwürdig, wenn du dich dennoch hinter ihrem Rücken mit ihm triffst. Augenblick, warte mal, nicht so schnell. Hör zu, ich hatte nicht die geringste Ahnung, dass Phoebe noch was für mich empfindet. Sie hat mich vor Monaten abserviert und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Woher sollte ich wissen, dass sie noch Interesse an mir hat? Ihr habt doch erst neulich zusammen gegessen, oder nicht? Sie hat mich damit überrascht, Rich, aus heiterem Himmel. Ich hatte keine Ahnung und ich hätte wirklich alles erwartet, nur nicht, dass sie wieder mit mir zusammen sein will. Dann kommt dir das jetzt sicher gelegen, habe ich recht, dass sie eine Weile von hier verschwindet. Was willst du eigentlich damit andeuten? Natürlich sollte sie diese Gelegenheit ergreifen. Was soll das überhaupt? Taylor, deine Motive sind sowas von durchsichtig. An deiner Stelle würde ich mich lieber etwas zurückhalten. Ich meine, sieh dir doch nur deine Vergangenheit mit den Ehemännern deiner Tochter an. Weißt du, Mom, da hat sie irgendwie recht. Schatz, du lässt dich von ihr einwickeln und merkst es noch nicht einmal. Taylor benutzt dich doch nur. Inwiefern benutze ich ihn denn? Wir mögen einander einfach sehr gern, das ist alles. Es geht im Grunde genommen nur um eins. Nachdem wir jetzt wissen, dass Phoebe für Rick noch was empfindet, müsst ihr eure Beziehung sofort beenden, sonst ist die Katastrophe vorprogrammiert. Merkst du denn nicht, was für eine ungesunde Atmosphäre das ist? Das ist kein guter Ort für ein Baby. Das finde ich auch. Jack ist hier nicht gut aufgehoben.
Soll das ein Witz sein? Ridge, du hast mit allen Mitteln darum gekämpft, meine Mutter von diesem Kind fernzuhalten. Und jetzt stellst du dich auf ihre Seite und willst Taylor das Kind entziehen? Mein Kind ist mit Nicks Erlaubnis hier. Ich bin froh, dass du die Situation genauso einschätzt wie ich. Das hier ist kein stabiles Zuhause und keine gute Umgebung für ein Kind. Ich möchte Jack dem nicht länger aussetzen. Ridge und ich werden ihn jetzt auf der Stelle zu Nick nach Hause bringen. Das wirst du verdammt nochmal nicht machen. Du bringst Jack nirgendwo hin. Du bist ein echter Höhlenmensch. Habe ich recht? Ein Höhlenmensch? Ja, ein Höhlenmensch. Das betrachte ich als Kompliment. Nur weil du nicht bereit oder in der Lage bist, deinen Bedürfnissen nachzugehen, bedeutet das nicht, dass es verkehrt ist. Hey, du weißt nicht, wie ich wirklich bin. Vielleicht steckt in mir auch ein Höhlenmensch. Das würde ich wahnsinnig gern sehen. Ich möchte zu gern miterleben, wie du aus deinem selbstgewählten Schneckenhaus rauskriegst. Wie du dieses picklige 16-jährige Mädchen, über das sich alle lustig gemacht haben, hinter dir lässt. Komm, befrei dich endlich von ihr. Du bist nicht mehr dieses picklige 16-jährige Mädchen. Du bist hübsch, du bist heiß, du bist sexy. Hast du nie irgendwelche Bedürfnisse oder ein Verlangen, das dich total verrückt macht? Irgendwelche Bedürfnisse? Ja. Ja, hör einfach mal auf sie und lass dich überraschen, wohin dich das führt. Okay, mach ich. Das ist doch nicht deine Sache. Ich mache es aber zu meiner Sache, Mom. Wieso lässt du dich da reinziehen? Weil endlich mal jemand für Taylor Partei ergreifen muss. Taylor wird dich nur verletzen, Rick. Sie ist nicht in der Verfassung, mit dir eine Liebesbeziehung einzugehen und sie ist auch nicht in der Lage, für Jack zu sorgen. Wieso tust du das? Ich begreife das nicht. Du hast auf deine Rechte an Jack notariell verzichtet. Taylor hat dieses Kind 9 Monate lang ausgetragen und zur Welt gebracht und jetzt willst du es ihr wegnehmen? Das werden wir nicht zulassen. Es gibt kein Wir, was dich und Taylor betrifft. Dieses Kind gehört nach Hause, kapiert? Keiner von euch. Weder Brooke noch du hat das Recht, darüber zu bestimmen, was mit Jack geschieht. Und ihr habt auch kein Recht, Rick und mir Fragen zu stellen. Aber wenn ihr es unbedingt wissen wollt, wir haben uns sehr gern und sind uns auch sehr nahe gekommen. Wir empfinden etwas füreinander. Ich glaub's nicht. Das ist doch lächerlich, als ob du etwas für meinen Sohn empfinden könntest. Herzlichen Dank, Mom. Wie wär's denn mit etwas mehr Respekt mir gegenüber? Ich bin nicht mehr der kleine, naive Junge. Das habe ich doch gar nicht gesagt, das weiß ich auch. Aber offensichtlich merkst du nicht, dass sie dich nur benutzt. Warum traust du ihm eigentlich nichts zu? Das ist wirklich schade. Er ist fürsorglich und liebevoll. Ihm verdanke ich es, dass es mir besser geht. Er gibt mir das Gefühl, dass ich wieder eine Zukunft habe. Ich hätte ihn gern an meiner Seite. Er tut mir wirklich gut. Ich glaube, ich könnte mich in ihn verlieben. Und so ist es. Ich habe mich in dich verliebt. Ich liebe deinen Sohn, Brooke. Ich liebe dich auch. Das ist falsch. Das ist krank. Und ich werde alles tun, um es zu verhindern. Güte. Oh Mann, was habe ich gerade getan? Ich fasse es nicht. Wie konnte ich das tun? Was habe ich mir dabei gedacht? Wie hast du mich dazu gebracht? Nein, daraus wird nichts werden. Das werde ich niemals akzeptieren. Wann lernst du endlich, dass du keine Kontrolle über die Gefühle anderer hast? Rick, siehst du denn nicht ein, dass es falsch ist? Nein, Rich, das sehe ich nicht so. Inzwischen bin ich erwachsen, Mom. Ich bin nicht mehr der kleine Junge, dem du vorschreiben kannst, was er zu denken hat und zu fühlen. Ich liebe diese Frau. Und wie wir gehört haben, liebt sie mich auch. Tut mir leid, aber das wirst du wohl akzeptieren müssen. Du kannst nichts daran ändern. Ich soll dich dazu gebracht haben, mich zu küssen, sagst du? Ja! Ich meine, wir wissen beide, dass ich sowas normalerweise nicht mal in 1000 Jahren tun würde. Das ist einfach unfassbar.
Am besten tun wir so, als wäre das nie passiert. Okay, vergessen wir das Ganze einfach. Sehr schön. Gut, das werde ich. Es war absolut falsch. Wirklich? Ja! Ich habe dich dazu gedrängt, dich wieder auf Bridget einzulassen, damit ihr merkt, was ihr verloren habt. Und was tue ich? Ich küsse dich. Und das war kein kleines, braves Küsschen auf die Wange. Das war ein richtiger Kuss, ein intensiver Kuss. Und das darf nicht sein, jedenfalls nicht mit dir. Tja, es ist aber passiert und genau genommen hast du mit dem Küssen angefangen. Ich weiß. Ich weiß, und das ist deine Schuld. Dein ständiges Reden über Bedürfnisse und dass ich denen nachgehen soll. Ich meine, das ist doch dämlich. Wer tut das schon? Eins sage ich dir, ich werde meinen Impulsen nie wieder folgen, ganz sicher nicht. Rick, kannst du nicht versuchen, das Ganze mal objektiv zu sehen? Phoebe war gerade hier. Sie ist offensichtlich noch in dich verliebt und du fängst was mit ihrer Mutter an? Das kannst du doch nicht ernsthaft gut finden. Das ist das Komische an Gefühlen. Man kann sie nicht kontrollieren. Sie führen ein Eigenleben. Aber du kannst kontrollieren, wen du verletzt. Und das arme Mädchen wird am Boden zerstört sein, wenn sie herausfindet, was da zwischen dir und ihrer Mutter läuft. Was das angeht, bist du ja Expertin. Du hast mit beiden Ehemännern deiner Tochter geschlafen. Die Situation ist schwierig genug. Machen wir sie nicht noch schlimmer. Ich wüsste nicht, wie sie noch schlimmer werden könnte. Hier ist ein Baby, das nicht hier sein sollte. Und Rich und ich bringen es jetzt nach Hause. Nein, du wirst nichts dergleichen tun. Dazu hast du gar nicht das Recht. Keiner von euch beiden hat das Recht, irgendwas zu tun, was mein Baby betrifft. Wie war das? Hat der Richter nicht angeordnet, dass du nur unter Aufsicht mit Jack zusammen sein darfst? Der Kleine dürfte ja gar nicht hier sein. Hör zu, Jacks Vater hat erlaubt, dass sie den Kleinen mitnehmen darf. Und es ist ausgesprochen gut gelaufen. Also war Nick damit einverstanden, dass sie ihn noch bis heute Nachmittag behalten kann. Jack geht es fantastisch. Ich will ihn einfach nur im Arm halten, Zeit mit ihm verbringen und ihm zeigen, dass seine Mutter immer für ihn da ist. Du hattest doch die Befürchtung, ich könnte keine echte Beziehung zu ihm aufbauen. Und was machst du jetzt? Auf einmal versuchst du, ihn von mir fernzuhalten. Begreif endlich, dass dir das auf keinen Fall gelingen wird. Und jetzt verlass mein Haus und lass mich in Ruhe. Ich wünsche dir und Rich ein tolles Leben. Möchtest du ein Glas Wasser? Du wirkst so durcheinander. Ich bin nicht durcheinander. Ich bin nur... Ich habe den Verstand verloren. Ich gehe jetzt. Oh je, sowas Dummes. Tut mir echt leid. Wie konnte mir das nur passieren? Ach was, nicht so tragisch. Ich mach das schon. Lass nur. Ist ja nur aus der Ming-Dynastie. Ich besorg mir eine neue. Okay, gut. Großartig. Ich verschwinde dann jetzt. Hallo. Hi, Katie. Was ist passiert? Ach, nichts weiter. Ich war etwas tollpatschig und habe die Vase runtergeworfen. Ich bin nur kurz vorbeigekommen, um Nick was auszurichten. Nichts weiter. So? Was wolltest du ausrichten? Es war wegen Jack. Aber Jack ist nicht hier. Er ist bei Taylor. Jack ist bei Taylor? Wieso? Wie kommt das? Sie wollte mehr Zeit mit ihm verbringen und ich habe eingewilligt. Ach so. Also, war nett, dich zu treffen. Und dich sehe ich gleich oben. Siehst du, genau das habe ich gemeint. Das ist echt abartig. Also lass uns den Kuss einfach vergessen. Du darfst dir nichts sagen. Er hatte nichts zu bedeuten. Doch, er hatte was zu bedeuten. Nein, hatte er nicht. Doch, das hatte er. Weil du recht hast. Ich muss mir gegenüber ehrlich sein. Ich weiß, Bridget und ich empfinden nicht dasselbe. Hör zu, ich werde Jack jetzt mitnehmen. Nein, du wirst mein Baby nirgendwohin mitnehmen. Wieso ist das so schwer zu verstehen? Entschuldige, was ist hier eigentlich los? Was soll das alberne Spielchen mit Rick? Denkst du auch mal zwischendurch daran, wie sehr du Phoebe damit verletzt? Du bist echt toll. Hast du vergessen, wie viel Zeit du darauf verwendet hast, mich von Phoebe fernzuhalten? Du müsstest doch begeistert sein, dass ich eine andere gefunden habe. Doch nicht ausgerechnet Phoebes Mutter. Was soll der Unsinn? Taylor, das ist falsch. Wieso sagt ihr das immer wieder? Was ist daran so verkehrt? Rick hat mir einfach nur wieder etwas Mut gemacht. Anders als andere Männer, die mich fallen ließen, als sie merkten, dass ich nicht perfekt bin. Also jetzt hört mal zu. Ich glaube, wir sollten uns endlich mal darüber klar werden, dass Taylor in der Vergangenheit oft verunsichert wurde. Sie hat mit dir eine tolle Ehe geführt, aber die war immer von deiner Liebe zu meiner Mutter überschattet. Und dann hat sich diese Geschichte wiederholt, mit Nick. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand beide Ehemänner an dieselbe Frau verliert?
Wie wär's, wenn ihr euch nur eine Sekunde in ihre Lage versetzt? Es mal von ihrer Warte aus betrachtet. Sie hat die Hölle durchgemacht, und zwar größtenteils deinetwegen. Ich fasse es nicht. Ich kann nicht glauben, dass du dich von Taylor derart gegen deine eigene Mutter aufhetzen lässt. Sie hetzt mich doch gar nicht auf. Ich bin hier, weil ich selbst hier sein möchte. Logan, lass uns gehen. Du siehst doch, dass es keinen Sinn hat. Schatz, ich liebe dich so sehr. Du bist mein erstgeborener Sohn. Und du machst einen schrecklichen, ganz schrecklichen Fehler. Mom, bitte. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist kein Fehler. Und sollte es doch einer sein, dann steht es mir zu, ihn zu machen. Ich danke dir. Danke, ich bin dir so dankbar. Das meine ich ernst. Ich weiß nicht, ob ich Bridget das geben kann, was sie braucht. Wirklich nicht. Nick, Bridget empfindet so viel für dich. Aber das Ganze geht mir einfach viel zu schnell, verstehst du? Ach, komm schon, das kann doch nicht dein Ernst sein, doch nicht wegen dieses albernen, dummen Kusses. Ich bitte dich. Es ist nur, ihr steht so viel mehr zu. Sie verdient es, erfüllt zu sein und glücklich. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihr das geben kann. Ich muss gehen. Nick? Nick? Hey, ich habe gedacht, du kommst nach oben. Stimmt irgendwas nicht? Unglaublich. Ich begreife das nicht. Wie konnte es dazu kommen? Rick ist ein ausgeglichener, glücklicher, hübscher junger Mann. Wieso lässt er sich in diese kaputte Welt von Taylor hineinziehen? Ach, Rich, was hat er? Wieso greift er mich so an? Diese Beziehung ist aus ganz verschiedenen Gründen verkehrt. Früher oder später kommt Taylor bestimmt ganz von selbst darauf, dass diese Verbindung mit Rick keine Zukunft hat. Wieso guckst du mich so an? Du strahlst ja richtig. Tue ich das? Ja. Du bist verliebt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Als ich gesagt habe, dass ich dich liebe, in Gegenwart von Rich und Brooke, ja. War das nicht toll? Hast du ihre Gesichter gesehen? Das hast du aber nicht nur gesagt, um meiner Mutter eins auszuwischen. Es war doch nicht das erste Mal, dass ich es gesagt habe. Das erste Mal vor anderen. Rick, was ich gesagt habe, kam wirklich von Herzen. Noch kein Mann war so für mich da. Wie könnte ich dich nicht lieben? Ich will dich nie mehr loslassen. Ich weiß nicht, was die Zukunft für uns bereithält. Ich hole ihn. Ja, gut. Findest du nicht, dass Katie vorhin komisch war? Och. Ist alles in Ordnung mit ihr? Ja. Ja? Ich habe mir den restlichen Tag freigenommen. Eine Kollegin kann mich vertreten. Ich dachte, ich komme nach Hause und kümmere mich nur um dich, mein Schatz. Ich bin so glücklich, dass ich dich habe.
Der Anfang war für uns ein bisschen schwierig. Naja, für mich. Aber jetzt ist es anders. Ja. Und wenn ich dich so betrachte, sehe ich was Unbezahlbares, Wunderschönes. Was ganz Kostbares vor mir. Ist er nicht bezaubernd? Er ist genau wie seine Mami. Du wirst diesem Kind eine wundervolle Mutter sein, das weiß ich. Was denkst du, bekomme ich ihn zurück? Habe ich eine Chance? Ja, natürlich hast du eine. Du wirst um den Kleinen kämpfen. Und ich helfe dir dabei. Wir werden gewinnen. Ja, das werden wir. Hältst du es tatsächlich für möglich, dass Rick einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat? Ja, davon bin ich überzeugt. Es wird sich alles klären. Ich lasse dich nur ungern allein, aber ich habe ein paar wichtige Termine in der Stadt. Lass nur, ich komme schon klar. Okay. Komm schon, Storm, wo steckst du? Nur die Mailbox. Storm, hallo. Hier Brooke. Hör zu, es geht um Folgendes. Jack ist im Augenblick bei Taylor und ich bin deswegen ganz krank vor Sorge. Ich meine, Nick hat ihr erlaubt, dass Jack über Nacht bei ihr bleiben darf, aber eigentlich sollte sie nur unter Aufsicht mit ihm zusammen sein. Ich bin um seine Sicherheit besorgt und brauche dringend deine Hilfe. Also bitte, ruf mich zurück. Was ist mit dir los, Nick? Ich liebe dich, das weißt du. Okay. Aber irgendwie ist mir nicht ganz wohl dabei. Wie soll ich das verstehen? Der Versuch, wieder an das anzuknüpfen, was wir mal hatten, ist für mich äußerst verwirrend. Wieso? Wieso, Nick? Schatz, was hast du? Bridget, ach du meine Güte. Gibt es eine andere? Gibt es eine andere Frau? Das darf nicht wahr sein. Jetzt mal ganz im Ernst, Nick. Ihr zwei seid wirklich das absolut Letzte. Das ist ungeheuerlich. Ich hätte nie geglaubt, dass sie mich so hintergehen würde. Ich wäre überhaupt nicht hier, wenn sie nicht wäre. Das ist wirklich das Allerletzte, was mir je widerfahren ist. Und ich, Volltrottel, bin auch noch darauf reingefallen. Du bist hier nicht willkommen, Brooke. Nein, Taylor, warte. Nein, was willst du schon wieder? Ich finde es nicht gut, wie wir auseinandergegangen sind. Wegen Jack, weil er bei mir ist? Ja, deswegen mache ich mir Sorgen. Ich meine, er sollte gar nicht hier sein, weil du ihn nur unter Aufsicht sehen darfst. Und Nick hätte es nicht zulassen dürfen, dass er bei dir übernachtet. Dann geh und sag das bitte Nick. Ist Rick noch hier? Nein. Dann bist du also ganz allein mit dem Baby? Dieses Baby ist mein Sohn. Aber mein Blut fließt durch seine Adern. Ich warne dich, sag das nie wieder. Ich habe nur eine Sorge, eine einzige Sorge. Und das ist das Wohlergehen meines Kindes. Jack ist nicht dein Kind. Dieser kleine Junge bedeutet mir sehr viel. Das glaube ich dir wirklich, aber mir auch. Okay, wenn das so ist, dann gibst du sicher zu, dass du noch nicht stabil genug bist, um richtig für ihn zu sorgen. Denn sonst hättest du dich niemals mit meinem Sohn eingelassen. Wieso nicht? Weil er jünger ist? Nein, nicht deswegen. Weil er mein Sohn ist. Du weißt, dass das falsch ist. Das sollte ich dir nicht erst sagen müssen.
Er kam zu mir. Er wollte da sein für mich. Weil er gesehen hat, dass du in einer Krise steckst. Und genau dasselbe sehe ich auch. Nein, vielleicht fühlte er sich für meinen Zusammenbruch verantwortlich, weil seine Mutter daran schuld war. Aber weißt du was? Es ist alles in Ordnung. Ich fühle mich viel besser. Das glaube ich dir erst, wenn du die Finger von meinem Sohn lässt. Ich werde nicht mehr lange unter psychologischer Beobachtung stehen. Und dann werde ich vor Gericht gehen und der Richter wird entscheiden, ob ich das Sorgerecht für Jack wieder zurückbekomme. Mag sein, dass du Nick beeinflussen kannst, aber vor Gericht wirst du ganz sicher nicht gewinnen. Taylor, verlass dich ich sag dir das zum letzten Mal. Ich glaube nicht, dass du psychisch stabil bist, solange du dich auf eine Beziehung mit Rick einlässt. Begreif endlich, dass ich nicht den ersten Schritt gemacht habe. Ich hatte wirklich nicht die leiseste Ahnung, dass es dazu kommen würde. Nicht mal in meinen wildesten Träumen habe ich an sowas gedacht. Ich weiß nicht, wohin das führen wird. Ich weiß nur, dass seither alles besser gelaufen ist, seit dein Sohn für mich da ist. Wieso können wir die Vergangenheit nicht hinter uns lassen und einen Schlussstrich ziehen? Kannst du uns nicht einfach in Ruhe lassen und ihn wie einen Mann behandeln, der seine eigenen Entscheidungen trifft? Wieso wartest du nicht ab, was sich daraus entwickelt? Wenn du es nicht mir zuliebe tun willst, dann tu es doch für Rick. Weißt du, Taylor, ich hatte früher immer große Hochachtung vor dir. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich von dir halten soll. Ich habe nur ein Wort für deine Beziehung zu meinem Sohn. Widerlich. Und solange das mit euch weitergeht, werde ich darum kämpfen, dass Jack vor dir geschützt wird und nicht in deine Nähe kommt. Ich brauche meinen Sohn. Gut, dann lass gefälligst meinen in Ruhe. Wir sehen uns vor Gericht. Es gibt eine andere Frau. Nicht wahr, Nick? Oh, vergiss es. Ich weiß, wer es ist. Ich hätte nur im Leben nicht geglaubt, dass sie die Nerven so etwas hat. Du musst ihn falsch verstanden haben, Storm. Das glaube ich weniger. Du kennst Rich. Er benutzt klare Worte wie, du bist gefeuert. Das lässt sich kaum falsch interpretieren. Ich habe sogar Hausverbot. Ich bin überrascht, dass er es dir nicht gesagt hat. Tja, vielleicht wollte er nur keine große Sache draus machen. Kann sein, aber ich verstehe es nicht. Welche Gründe könnte er haben, dich zu feuern? Oh, er hält mich für gefährlich. Besonders nachdem er erfahren hat, dass Ashley und ich aus waren. Er will, dass ich sie nie wiedersehe. Und der Knaller ist, ich soll mich auch von meiner Nichte und meinem Neffen fernhalten. Ich soll Hope und RJ vorläufig aus dem Weg gehen. Was? Nein, ja. Das finde ich nicht richtig. Weißt du was? Ich rede mit ihm. Ich werde das schon wieder irgendwie hinkriegen. Ja, danke. Das musst du nicht, aber ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Du musst mir auch helfen. Es geht um Jack. Ja, ich weiß schon. Willst du das wirklich tun? Er ist mein Sohn. Ich muss alles tun, was ich kann, um ihn vor Taylor zu beschützen. Taylor? Taylor! Was ist passiert? Du hast irgendwie so wütend geklungen. Sie wird es machen, Rick. Ich habe gewusst, dass sie es tut. In dem Augenblick, als sie die Wahrheit rausgefunden hat, wusste ich, dass sie es tut. Okay, wovon sprichst du? Deine Mutter ist hierher gekommen, nachdem du weg warst und hat mich bedroht. Sie hat gesagt, dass sie mich für labil hält und mir Jack wegnehmen wird. Ich weiß nicht, wie jemand, den ich so geliebt habe und dem ich völlig vertraut habe, mir so hinterhältig in den Rücken fallen kann. Sie ist in letzter Zeit oft bei dir gewesen und ich weiß, wie viel sie für dich und Jack empfindet. Sie hat sich in euer Leben geschlichen und es ist mir völlig klar. Ich habe sie dazu gedrängt. Ich wollte es. Mein Gott! Ich bin so dumm. Wie oft würde ich mir das denn noch antun? Sag mir die Wahrheit. Es ist meine Mutter. Du bist immer noch in meine Mutter verliebt. Nein. Nein, Bridget, das hat nicht das Geringste mit ihr zu tun. Sie ist mit Rich verlobt. Es ist vorbei. Gott sei Dank. Deine Mutter liebt dich. Sie,
wird dich immer, sie wird dich immer lieben. Oh. Okay. Dann verstehe ich nicht, wieso du so verwirrt bist, Nick. Du weißt, dass ich dich liebe, ja? Und ich liebe dich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir das geben kann, was du brauchst. Glaubst du nicht, dass du etwas übertreibst? Bridget, ich mache im Augenblick eine äußerst schwierige Scheidung durch. Und du verdienst nur das Beste von einem Mann. Du brauchst einen Mann, der voll und ganz für dich da ist, dir zur Verfügung steht. Halt jetzt den Mund, Nick. Weißt du, einen größeren Blödsinn habe ich ja wirklich noch nie gehört. Du versuchst, mir also zu sagen, dass du mich nicht in deinem Leben haben willst. Das sah aber im Schlafzimmer anders aus. Ach, Bridget, das geht alles viel zu schnell für mich. Ich bin mir nicht sicher, wie es jetzt weitergehen soll. Wir wollten doch im Jetzt leben, oder? Langsam. Haben wir nicht gesagt, dass wir es langsam angehen wollen? Du hast recht, das haben wir gesagt, aber... Kein Aber, Nick, kein Aber. Weißt du, ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst. Und ich glaube, dass du Angst hast. Und nur darum geht es hier, habe ich recht? Es geht um so viele Dinge. Sicher geht es um viele Dinge. Das weiß ich und deshalb bin ich auch hergekommen. Ich wollte dir mit dem Kind helfen, dich unterstützen, dir zuhören. Ich würde dir gern so viel geben. Falls du es noch von mir möchtest. Ja, natürlich. Okay. Lass es uns so machen, wie wir es auch von Anfang an geplant hatten. Gehen wir es langsam an. Okay. Okay. Ich muss los. Nur, um es richtig zu verstehen, du sagst, dass meine Mutter das Sorgerecht will für Jack. Ja, ich denke, das ist genau das, was sie vorhat. Sie will beweisen, dass ich labil bin. Oh nein, was zum Teufel stimmt nicht mit ihr? Ich wusste, dass es so weit kommen wird. Taylor... Das ist meine Schuld. Nein, doch, es ist meine Schuld. Hör zu. Ich liebe dich, das weißt du. Aber wenn du durch meine Beziehung zu dir riskierst, Jack zu verlieren, dann sollten wir... Das ist genau das, was sie möchte. Sie will, dass einer von uns schwach wird und wir die Beziehung aufgeben. Hat sie das gesagt? Sie hat noch viel mehr gesagt. Was soll ich tun? Das weiß ich doch auch nicht. Sie hat die Eizellen gespendet, aber das Baby gehört ihr nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Richter ihr das Sorgerecht überträgt. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass meine Mom das Sorgerecht für Jack überhaupt will. Es geht um viel mehr. Sie will der Welt beweisen, dass das Kind beschützt werden muss, und zwar vor mir. Weißt du, was ich glaube? Dass du beschützt werden musst vor ihr. Sie will vor Gericht marschieren und beweisen, dass unsere Gefühle füreinander widerlich sind und böse und falsch. Ich bin es so leid, dass sie mir alles kaputt macht. Ich bin es so leid, Rick. Ich habe schon so viel an sie verloren. Und das habe ich jetzt satt. Jetzt reicht's mir. Ich habe furchtbare Angst um meinen kleinen Sohn. Er sollte nicht mit Taylor allein sein. Kannst du mir helfen? Ja. Natürlich werde ich dir helfen, so gut ich kann. Dankeschön. Aber ich warne dich. Du hast auf deine elterlichen Rechte verzichtet. Das könnte ein Hindernis sein. Aber es muss doch irgendeinen Weg geben. Die Lage hat sich so verändert. Nun, offensichtlich erweist sich Taylor als unfähig, Jack aufzuziehen. Und das konntest du nicht wissen, als du die Papiere unterschrieben hast. Taylors Benehmen war in letzter Zeit unberechenbar. Sie hat ihr Sorgerecht vorübergehend an Nick verloren. Vielleicht ist das was, worauf man aufbauen kann. Oh nein, wie konnte ich sie nur unterschreiben, diese blöden Papiere? Hey. Sieh mich mal an. Sieh mich an. Weißt du was? Jack wird immer ein Teil von dir sein. Und kein Papier kann das ändern. Ja, aber du musst mir jetzt helfen. Ich will unbedingt eine Rolle im Leben meines Sohnes spielen.
Machen Sie sich keine Sorgen, Pammy. Die haben es bei mir alle gut und werden schön eingepackt. Richtig kuschelig. Ich behalte sie im Auge. Richtig. Bis später. Wiedersehen. Nervensäge. Oh, Katie. Ich habe dich schon überall gesucht. Könnte ich mal kurz mit dir reden? Es geht um Nick. Ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Wie meinst du das? Tja, weißt du, er zieht sich plötzlich von mir zurück. Er sagt, es hätte nichts mit meiner Mom zu tun. Du glaubst ihm nicht? Naja, ich möchte ihm so gern glauben. Er spricht nur ständig davon, dass er eine Scheidung durchmacht. Und das hat ihn vorher nicht im Geringsten gestört. Und dass er mich nicht so lieben könnte, wie ich es verdiene. Ach, Bridget, es tut mir so leid. Ich hätte dich nie dazu ermutigen sollen. Ach was, Katie, ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. Ich denke, er hat Angst und er ist durcheinander. Im Moment passiert so viel. Es wäre nicht richtig, mich jetzt von ihm zu trennen. Du hast recht, er ist ängstlich und durcheinander. Hast du mit ihm gesprochen? Irgendwas geht davor, das fühle ich. Ich will nicht glauben, dass der Grund meine Mom ist, aber ich denke, sie ist es. Nein, vertrau ihm. Katie, sag mir bitte, was los ist. Ist eine andere Frau im Spiel? Katie! Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, Bridget. Nimm bitte auf meine Gefühle keine Rücksicht. Sag mir, was los ist. Wenn's meine Mutter ist, was soll's? Sie hat mich schon mal betrogen. Nein, es hat nichts mit ihr zu tun. Nick trifft sich nicht mehr mit Brooke. Woher willst du das Weil wissen? Weil er mir gesagt hat, so immer sicher und sein. Immer wieder. Und du glaubst ihm? Ja. Er hat uns beiden dasselbe gesagt. Das ist wahr. Okay. Es ist also nicht meine Mom. Danke, du warst mir eine große Hilfe. Und was machst du jetzt? Ich habe nicht vor, aufzugeben und einfach wegzurennen. Das wäre nicht richtig. Ich kenne Nick und ich weiß, wie er ist. Und ich weiß, dass er mich liebt. Natürlich tut er das. Ich bin so froh, dass ich mit dir darüber reden konnte. Ich rufe dich an. Okay. Ich finde es unmöglich, dass du zwischen die Fronten geraten bist. Nein, ich stehe nicht dazwischen, Taylor. Ich bin nicht zwischen die Fronten geraten. Brooke ist meine Mutter, ja, und ich liebe sie, aber sie sollte nicht so mit dir umspringen. Ich habe solche Angst, dass sie den Richter davon überzeugen kann, dass das Baby genetisch gesehen ihr Baby ist. Nein, nein, hör zu, bitte. Du bist Jacks Mutter. Das darfst du nicht vergessen. Danke. Danke. Also, wie sollen wir vorgehen? Was ist der erste Schritt? Am Anfang fände ich es besser, wenn du mich da raushältst. Hast du nicht gesagt, dass du mir helfen wolltest? Das will ich und das werde ich auch. Aber ich meinte, als dein Anwalt, wenn es soweit ist, werde ich dich vor Gericht vertreten, bis zum obersten Gerichtshof. Aber du solltest einen Schritt nach dem anderen machen. Bevor wir das mit dem Gericht in Angriff nehmen, solltest du erstmal mit jemandem sprechen. Ich muss mit dir reden. Offensichtlich brauchst du keinen Schlüssel. Bridget vermutet etwas und ich möchte ehrlich zu ihr sein. Ich möchte, dass wir ihr sagen, dass wir uns geküsst haben. Vielleicht solltest du den trinken. Ich kann das nicht vor ihr verheimlichen. Sie ist meine Nichte und ich liebe sie. Und ich weiß, dass das unsere Beziehung gefährden kann. Aber ich muss ehrlich sein und ihr beichten, dass wir uns geküsst haben. Sie haben meine Faxnummer, ja? Gut. Ja, danke. Entschuldige. Nein, ist schon in Ordnung. Sag mal, ich soll wirklich nicht vor Gericht gehen? Keine Richter, keine Anwälte. Aber wie kann ich dann an Jacks Leben teilhaben? Wie kann ich sicherstellen, dass ihm nichts passiert?
Ich glaube, dass du nur jemanden davon überzeugen musst, wie wichtig du für Jack bist. Du musst mit Nick reden. Wir hatten das schon besprochen. Er ist mit meinem Engagement einverstanden. Das ist gut, immerhin ein Anfang. Aber er ist in der Zwickmühle. Wahrscheinlich sieht er es als einen Taylor-gegen-Brooke-Kampf, aber so einfach ist der Fall nicht. Doch, irgendwie schon. Brooke, hier geht es nicht um deine Vergangenheit mit Taylor. Hier geht es nur um Jack und die Liebe, die du für ihn empfindest. Die Liebe, die wir drei für ihn empfinden. Genau. Du, Nick und Taylor, ihr seid seine Eltern. Tja, und du hast auf deine elterlichen Rechte verzichtet. Und juristisch gesehen bin ich nicht sicher, ob du überhaupt Rechte hattest. Moralisch gesehen kann man sie dir nicht streitig machen. Geh zu Nick und sag ihm, dass du tief in deinem Herzen ganz genau weißt, wie sehr ihr drei Jack liebt. Und dass du diese Situation auf friedlichem Weg lösen willst. Und dann? Und dann macht er einen Plan, wie jeder von euch eine wichtige Rolle in seinem Leben spielt. Es wird Zeit, dass ihr zusammenarbeitet und eine Lösung findet. Ihr drei seid seine Eltern. Ich hätte nie geglaubt, dass das passiert. Ich habe immer gedacht, dass Taylor und Nick Jack gemeinsam großziehen. Ich weiß. Es ist unglücklich gelaufen, aber es gibt auf dieser Welt so viele Eltern, die ihre Kinder liebevoll aufziehen, obwohl sie geschieden sind. Ja, aber mein Gott, Storm, Taylor war die letzten paar Monate unberechenbar. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass mein Sohn in diesem Wahnsinn groß wird. Ich kann das einfach nicht zulassen. Ich nehme an, Nick wird sich schon um Taylor und ihre Gefühle kümmern. Ich weiß. Wir alle machen uns Sorgen um Taylors Gefühle seit Monaten. Und was ist mit meinen Gefühlen? Ich mache mir wirklich sehr große Sorgen um Jack. Und wenn ich mir vorstelle, dass er bei Taylor ist und sie einen Rückfall kriegt und sich dann vielleicht wieder betrinkt und diese Wahnvorstellungen kriegt, dann ist das für mich furchtbar beängstigend, Stormy. Ich weiß. Tut mir leid. Alles wird wieder gut. Du musst mit Nick reden. Du schaffst das schon. Du findest deinen Weg, das weiß ich. Okay, du hast recht. Du willst wohl nicht, dass ich Bridget das mit unserem Kuss beichte. Wie kommst du denn darauf? Weil ich ein ungutes Gefühl habe. Und obwohl ich ganz genau weiß, dass es sie verletzen wird, muss ich es ihr sagen. Weil immer wenn ich sie sehe, habe ich diesen Klumpen in meinem Bauch. Ich fühle mich so elend. Wieso habe ich sie nur dazu ermutigt, wieder was mit dir anzufangen? Wieso konnte ich mich da nicht raushalten? Wann werde ich endlich lernen, mal meine blöde Klappe zu halten? Jetzt fühlt sie sich verpflichtet zu dieser, wie soll ich es nennen, Beziehung, in der ihr steckt. Egal, wie man das nennen will, wir sind da zu schnell hineingeraten und das war mein Fehler. Und meiner. Ja, das ist wahr. Der Punkt ist, dass es zu schnell eskaliert ist. Sie war da, als ich mich nach etwas gesehnt habe und... Und... Jetzt will sie dich auf keinen Fall mehr loslassen. Sie ist in dich verliebt und weiß, dass sich etwas verändert hat. Sie denkt, dass eine Frau dahinter steckt. Sie will es herausfinden. Und das erzählt sie mir jetzt ununterbrochen. Und das Einzige, was mir durch den Kopf geht, ist... Ich meine, du kennst Bridget. Du weißt, wie viel sie durchmachen musste. Sie hatte so viel zu überwinden. Sie ist eine fantastische, wunderschöne Frau. Sie arbeitet als Ärztin. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wahnsinnig stolz ich auf Bridget bin. Ja. Das ist mir bewusst. Sie hat in ihrem Leben wirklich viel durchmachen müssen. Jetzt hatte sie die Chance, glücklich zu werden. Und dann komme ich. Ich mache zu viel draus. Ich weiß. Ich fühle mich so dumm. Es war nur ein Kuss. Aber so bin ich nun mal nicht. Ich mache so etwas nicht. Ich mache nicht solche unerwarteten, ungeplanten Sachen. Alles in deinem Leben ist geplant. Du weißt doch sicher schon, was du morgen anziehst. Natürlich. Auch was ich nächste Woche anziehe. So lebe ich nun mal mein Leben und nur so fühle ich mich wirklich wohl. Ich bin praktisch veranlagt. Ich durchdenke die Dinge. Ich springe nicht einfach mitten in Situationen hinein, ohne an die Folgen zu denken. Ich kann keine Bedenken in den Wind schlagen. Brooke kann das, Donna auch, aber ich nicht. Meine Entscheidungen sind wohl überlegt. Und ich... Oh Gott, ich fühle mich so dumm. Ich bin wirklich ein Idiot gewesen. Wie konnte ich nur so etwas tun? Es ist wirklich alles okay. Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Wie konnte ich mich darauf einlassen? Ist ja alles wieder gut. Katie? Nick? Oh Gott, ich fühle mich so...
so dumm. Ich bin wirklich ein Idiot gewesen. Wie konnte ich nur so etwas tun? Okay. Es ist wirklich alles okay. Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Wie konnte ich mich darauf einlassen? Ist ja alles wieder gut. Katie? Nick? Du liebe Güte, was ist denn hier los? Rich, du musst doch zugeben, dass Jack in so einer Umgebung nicht sicher wäre. Oh ja, ich weiß. Wie konnte sich Taylor nur mit Rick einlassen? Ich meine nicht nur, dass er dein Sohn ist. Ich mache mir auch Sorgen um Phoebe. Was wird geschehen, wenn sie es herausfindet? Offensichtlich hat sie noch Gefühle für ihn. Lass uns jetzt nicht mehr über Taylor sprechen. Ich kümmere mich schon darum. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Apropos keine gute Idee. Ich würde gern mit dir über Storm reden. Storm? Er hat mir erzählt, was passiert ist. Du hast ihn gefeuert? Du hast ihm Hausverbot erteilt? Ja, ich hatte allen Grund dazu. Rich, er hat mir erzählt, du hättest behauptet, er sei eine Bedrohung für unsere Familie, unsere Kinder. Wie kannst du nur so etwas sagen? Wieso scheint jeder in meiner Umgebung zu glauben, dass Storm ein netter Kerl ist? Das ist er ganz und gar nicht. Er ist in Therapie, wie du weißt. Aber er ist trotzdem nicht okay. Ich weiß, dass er dein Bruder ist und dass du das bestimmt nicht hören willst. Storm ist krank. Ich halte ihn für gefährlich. Wieso hast du eigentlich Geheimnisse vor mir? Die Frau aus der Firma, mit der sich Storm getroffen hat, ist Ashley. Nein, das ist mir wirklich peinlich. Nein, nein. Doch. Es ist liebenswert, wirklich. Wirklich? Wer hat Ihnen meine Geheimnisse verraten? Oh, ich habe ein bisschen recherchiert. Das war meine Hausaufgabe. Oh, Ihre Hausaufgabe? Aha. Dürfte ich mal einen Blick darauf werfen? Dann könnten wir unsere Notizen vergleichen. Nicht nötig. Sie stammen aus der berühmten Abbott-Familie, Chabot. Sie waren verheiratet und so weiter. Dann wissen Sie ja alles. Sie kennen die Leichen in meinem Keller. Und was ist mit Ihnen? Sie müssen doch auch ein paar Leichen im Keller haben. Wow, als ich hier reingekommen bin, habe ich nicht erwartet, euch zwei hier zu treffen. Bridget, es ist nicht so, wie du denkst. Ihr zwei lagt euch in den Armen, das hat mich überrascht. Ich weiß nicht, was du jetzt denkst, aber... Das weiß ich auch nicht. Was soll ich denn denken? Weißt du, Katie ist völlig durcheinander gewesen und kam vorbei. Durcheinander, das sehe ich. Lass es mich erklären. Gut, erklär es mir, denn du hast gerade gesagt, dass du dir wünschen würdest, dass du dich nicht darauf eingelassen hättest. Worauf immer du dich auch eingelassen haben magst. Ich glaube, ich sollte nicht mehr bei Jack babysitten, Bridget. Was? Die Bindung zu ihm wird zu stark und ich glaube, das ist nicht gut für ihn und für mich auch nicht. Okay, du bist hierher gekommen, um zu sagen, dass du nicht mehr babysitten willst. Und das ist alles? Hilf mir, denn ich habe das Gefühl, dass ich hier etwas nicht ganz begreife. Ich habe keinen Grund gesehen, dich zu beunruhigen. Es war doch nichts. Dieses Mittagessen mit Storm und Ashley ist nichts. Rich, es war schließlich kein Date. Logan, willst du mir weismachen, dass Storms Interesse an Ashley rein beruflicher Natur ist? Ganz genau. Wo gehst du hin? Ich muss Ashley warnen. Sie soll auf Nummer sicher gehen und sich nicht mehr mit deinem Bruder treffen. Rich! Nein, 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 nein. Ich weiß genau, was Sie damit erreichen wollen. Ich kenne diesen Trick. Erzählen Sie von Ihren Leichen im Keller. Erzählen Sie mir schmutzige Geheimnisse. Na schön, schön. Sie wollen eines meiner abgründigsten Geheimnisse wissen? Ein Geheimnis, das sonst niemand weiß? Ja, sicher. Raus damit. Na gut, gut. Vor kurzem habe ich etwas gemacht, was ein Skandal war. Etwas, worüber man schockiert wäre, würde ich es zugeben. Ich bin im Büro herumgeschlichen und habe einen bestimmten Plan verfolgt, als ich über diese völlig ahnungslose Frau gestolpert bin. Nichts Böses ahnend, fiel sie auf meinen Trick herein und hat mir das erfundene Arbeitsessen abgekauft. Sie sind ein Teufel. Ich weiß, das war ziemlich mies. Ich habe sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ausgeführt. Glücklicherweise hat es niemandem wirklich wehgetan. Vielleicht entwickelt sich ja etwas daraus. Was meinen Sie? Ich weiß nicht.
kann Ihnen diese Frau jetzt vertrauen? Vielleicht sollten wir die Behörden alarmieren. Sie sind nett. Wirklich nett. Bridget, hier ist nichts geschehen, was wir dir nicht erzählt haben. Wir machen uns nur Sorgen um Jack. Ja, das verstehe ich. Und übrigens habe ich etwas auf dem Herzen. Wir haben unser Gespräch gar nicht zu Ende geführt. Ich musste mal Luft holen und nachdenken. Es tut mir leid, dass ich gegangen bin. Worüber musstest du nachdenken? Nick, du weißt genau, dass ich dich wahnsinnig liebe. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da warst du die Liebe meines Lebens. Aber die Dinge haben sich verändert. Und wir haben uns verändert. Du hast ein Kind. Und deswegen sollten wir es langsam angehen, so wie wir es vorhatten. Und wenn du im Moment weniger Nähe brauchst als ich, dann ist das in Ordnung. Ich warte, wir sollten warten. Das ist okay. Und wenn wir uns diese Zeit geben, dann kommt für alle Beteiligten bestimmt das Richtige heraus. Und weißt du, diesmal habe ich gar keine Angst davor, zu kämpfen oder mit anderen Frauen zu konkurrieren. Ja, und außerdem ist mir klar, dass du mich liebst und dass dieses Gefühl nicht verschwunden ist. Ja, ich liebe dich. Dann können wir vielleicht die Familie haben, die wir früher schon haben wollten. Diesmal werde ich diesen Traum nicht aufgeben. Das mit uns war etwas so Besonderes. Das will ich wieder haben, Nick. Ich weiß, es wird lang dauern und für uns beide nicht einfach sein, die Beziehung wieder aufzubauen, die wir vor langer Zeit einmal gehabt haben. Ja, das ist etwas verwirrend für mich. Für mich doch auch, aber das ist verständlich, weil so viel passiert ist. Wir haben doch jede Menge Zeit. Weißt du, ich bin nur so dumm gewesen. Ich wollte es irgendwie forcieren, aber wir machen doch alle gelegentlich Fehler. Oder, Katie? Ja, ich habe definitiv Fehler gemacht. Das ist okay, wir machen alle welche, aber das Entscheidende ist, dass man daraus lernt. Ja, das ist das Entscheidende, da hast du vollkommen recht. Dann hätten wir also alles geklärt. Ich weiß nicht, haben wir das? Immerhin weißt du, was ich über unsere Beziehung denke. Das war wirklich unmissverständlich. Wenigstens habe ich es geschafft, dich zum Lachen zu bringen. Ich glaube nicht, dass du jemals Probleme gehabt hast, mich zum Lachen zu bringen. Ich weiß zwar nicht genau, ob das wahr ist, aber ich will dich zum Lachen bringen. Dein Leben ist chaotisch und ich will nicht, dass das Jack belastet. Ich glaube, du brauchst Beständigkeit. Und die gebe ich dir und deinem Kind. Jack hat wirklich Glück, dass du für ihn da bist. Katie hat völlig recht, du tust dem Kleinen gut. Ja, ich fühle mich ihm auch sehr verbunden. Ich nehme an, weil ich so viel mit dem zu tun hatte, was passiert ist. Ich sehe mal nach ihm. Okay, was ist hier eigentlich los? Ich meine, mit uns dreien. Glaubst du, sie ahnt irgendwas? Ahnt bitte was? Na, das mit uns, den Kuss, ich meine das alles. Sie verhält sich auf jeden Fall äußerst merkwürdig. Alles ruhig. Sie hat den Kleinen gut im Griff. Ich muss es ihr sagen. Sobald sie runterkommt, werde ich ihr die Wahrheit sagen. Vielen Dank. Ihnen danke ich auch. Der Abend war reizend. Gibt es eine bessere Art, ihn zu beenden, als mit einem Tanz? Heute nicht. Es war so ein langer Tag. Oh, kommen Sie, einen Tanz. Aber es tanzt doch keiner. Ein klitzekleiner Tanz, bitte. Auch keinen klitzeklein, nein. Vielen Dank. Wie nett, Sie sind schüchtern. Ich kümmere mich mal um die Rechnung. Bin gleich wieder da. Okay, ich warte auf Sie. Hey, Ash. Wo kommst du denn her?
Ich habe erfahren, dass du hier bist. Okay, stimmt was nicht? Ich mache es kurz. Du solltest dich nicht mit Storm treffen. Was soll das? Ich kann mich treffen, mit wem ich will. Ashley, du verstehst das ganz falsch. Ich habe Storm gefeuert. Und ich habe ihm gesagt, dass er sich von meiner Familie und den Menschen, die Moment mir etwas mal. Bedeuten, und fernhalten soll. Und warum hast du Storm gefeuert? Es gibt etwas, was du über ihn wissen solltest. Was für eine Art Mensch er ist und wozu er fähig ist. Aha. Und wozu ist er fähig? Ashley, Storm Logan ist die Person, die auf Mutter geschossen hat. Boah, ich kann dir gar nicht sagen, wie unangenehm mir das ist. Dann behalte es lieber für dich. Hör auf mit dem Quatsch. Sie vermutet etwas. Vermutet was? Dass etwas im Busch ist und ich ertrage es nicht, sie länger anzulügen. Das stimmt doch gar nicht. Wir lügen sie nicht. Sie glaubt, dass es eine andere Frau gibt. Sie glaubt, dass ich mit ihrer Mutter liiert bin, aber das ist nun endgültig vorbei. Du weißt, was sie gesagt hat, das Gerede vom Fehler machen und daraus zu lernen. Überleg mal. Sie hat mich angesehen, als würde sie es bereits wissen. Würde was wissen? Das von unserem Kuss. Schon vergessen? Oh, nein, das habe ich nicht vergessen. Ich wünschte, du würdest es ernster nehmen. Ich werde sie nicht anlügen. Sie muss jetzt die Wahrheit erfahren. Wir müssen ehrlich zu ihr sein. Ich werde es ihr nicht verheimlichen. Dass wir uns geküsst haben, würde bedeuten, ihr nicht ganz die Wahrheit zu sagen. Denn in Wahrheit, Katie Logan, hast du mich geküsst. Storm? Das ist doch lächerlich. So etwas würde er nie im Leben machen. Er hat gestanden. Er hat meine Mutter angeschossen und dann wollte er es seinem Vater anhängen. Warum ist er da nicht im Gefängnis, Rich? Das ist eine lange Geschichte, aber der Punkt ist, dass du nicht weißt, was für ein Mensch er ist. Er ist ein äußerst gefährlicher Mann. Sei bitte vorsichtig. Das werde ich sein. Er hat auf deine Mutter geschossen. Du musst auf der Stelle diese Sache mit Storm beenden. Sie hat nie wirklich angefangen. Gut. Je früher, desto besser. Und sag nicht, dass du etwas von dem Schuss weißt oder dass ich dir etwas davon erzählt habe. Versuch einfach, die Situation zu entschärfen, ohne dass es ihm auffällt. Aber geh auf Distanz. Und bist du dir da ganz sicher? Ich meine, ist das kein Missverständnis? Weißt du, ich will nicht irgendwie... Er hat auf Mutter geschossen. Brooke behauptet, dass von ihm keine Gefahr ausgeht, aber ich weiß es besser. Storm macht mir Angst. Ich glaube zwar nicht, dass du augenblicklich in Gefahr bist, aber du musst sofort aufhören, dich mit ihm zu treffen, ohne dass er misstrauisch wird. Okay. Ja, okay, alles klar. Gut. Ich sehe dich im Büro. Okay. Darüber sind wir beide doch einer Meinung. Du hast mich geküsst. Richtig. Richtig, ich habe dich geküsst. Okay. Aber nur weil du mir diesen blöden Vortrag gehalten hast, ich soll meinen Impulsen und Sehnsüchten folgen. Ich weiß nicht, wieso ich mir das angehört habe. Wirklich nicht? Nein. Was? Sieh mich nicht so an. Ach, wie denn? So, als würde ich mich lächerlich machen. Machst du das denn? Nein, ich kann das nur nicht ertragen. Ich bin völlig aus dem Gleichgewicht. Ich sag dir das mit dem Kuss. Einfach so? Hier ja. Und jetzt? Ich liebe Bridget, du liebst Bridget. Ich kann das nicht. Oh Gott, mir wird ganz schlecht. Okay, komm mit. Es ist besser, wenn du dich kurz hinsetzt. Setz dich. Ganz ruhig. So. Und? Besser? Es ist einfach viel zu schnell, viel zu kompliziert geworden. Lass dir Zeit. Versuch, dich zu sammeln. Je länger ich warte, desto schlechter fühle ich mich. Ich muss das jetzt machen, Nick. Ich kann nicht damit leben. Er schläft wieder tief und fest, der süße kleine Engel. Oh, danke, danke. Das habe ich gern gemacht. Aber das ist keineswegs selbstverständlich, du weißt schon. Was weiß ich? Ich darf mich nicht daran gewöhnen. Du bist eine vielbeschäftigte Ärztin. Ich kann nicht immer auf dich zählen. Du weißt doch, dass ich immer für dich und Jack da sein werde. Das gebe ich dir schriftlich. Katie? Alles in Ordnung? Nein, nicht wirklich. Kann ich dir helfen? Ich glaube nicht.
Entschuldigt. Hey, Mom. Oh, jetzt gleich? Ja, nein, nein, ich bin gleich da. Entschuldigt, aber meine liebe Mutter ist im Anmarsch und braucht Hilfe, um ein paar Sachen reinzutragen. Ich bin mal kurz weg. Okay, ist gut. Geh nur. Oh mein Gott, was ist hier los? Rück jetzt endlich raus mit der Sprache, Katie! Was hast du ihr erzählt, Rich? Ich hab dir gesagt, du sollst dich von meiner Familie und meinen Freunden fernhalten. Na und? Du hast mir nichts mehr zu sagen. Du hast mich gefeuert. An deiner Stelle würde ich mir das überlegen. Sieh mal, ich möchte dir wirklich keinen Ärger machen. Was hast du ihr erzählt, Rich? Dass ich auf deine Mutter geschossen habe? Und wenn es so wäre? Hör zu, Rich. Mir liegt was an Ashley. Und ich will nicht... Ich hoffe... Du hast dir nichts gesagt. Du bist krank, Storm. Nach allem, was du meiner Mutter angetan hast? Ashley, du bist in Gefahr. In sehr großer Gefahr. Ich wollte sowieso mit dir reden. Das ist die Gelegenheit. Jetzt sind wir ungestört. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie wär's denn, wenn du es einfach mal versuchst? Na gut, ich versuch's. Wenn ich wüsste, wie es angefangen hat. Was angefangen hat? Worum geht es hier überhaupt? Es geht um Nick und mich. Nick und dich? Ich will dir nur sagen, dass ich nicht geplant hatte, dass so etwas passiert. Ich habe ihn geküsst. Du hast Nick geküsst? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich weiß, dass es falsch war. Ich fühle mich furchtbar. Bitte vergib mir. Bist du etwa in ihn verliebt? Katie, ich muss die Wahrheit wissen. Hey, ich will jetzt sofort die Wahrheit wissen. Was hast du ihr erzählt, Rich? Dass ich auf deine Mutter geschossen habe? Und wenn es so wäre? Hör zu, Rich. Mir liegt was an Ashley. Und ich will nicht... Ich hoffe, du hast dir nichts gesagt. Ashley, du bist in Gefahr. In sehr großer Gefahr. Storm, warten Sie noch eine Sekunde. Ich wohne in einer ganz anderen Gegend. Und ich möchte Ihnen keine Umstände machen, also werde ich mir vielleicht lieber ein Taxi suchen, um nach Hause zu kommen. Ashley, das ist für mich überhaupt kein Problem. Nein, ich will nicht, dass Sie ein Taxi nehmen. Nicky, der neue Architekt, den ich engagiert habe, sieht nicht nur gut aus, er hat auch unglaublich tolle Ideen für die Renovierung des alten Spectra-Gebäudes. Wir könnten uns doch gleich mal die Pläne ansehen und dann... Ja, sicher. Er will aber, dass ich auf die Badewanne im Büro verzichte. Ich mag sie, sie ist etwas Besonderes. Wirf die Badewanne einfach raus. Ach, meinst du wirklich? Ja, du warst schon zweimal damit auf einer Titelseite. Das Motiv ist ausgereizt. Es ging mir darum, einen eigenen Stil zu kreieren. Das Einzige, was wir andauernd kreieren, sind leider tiefrote Zahlen. Du willst mich wohl vollständig entmutigen. Tut mir leid, aber ich bin da nur mit eingestiegen, weil du versprochen hattest, Sallys Firma wieder zu einem erfolgreichen Unternehmen zu machen. Davon habe ich nur noch nichts gemerkt. Das braucht eben seine Zeit, weißt du? Ja, stimmt. Alles braucht seine Zeit, aber ohne das richtige Timing geht gar nichts. Reden wir hier noch immer über mich und meine Firma?
Nein, eigentlich nicht. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und willst du mir nicht erzählen, was dir so großes Kopfzerbrechen bereitet? Frauen. Frauen? Frauen. Apropos, weißt du, wo sie hin sind? Sie? Ja. Es ging ziemlich heiß her, als die beiden gerade eben noch hier waren. Wo sind sie nur abgeblieben? Katie? Komm, jetzt erzähl schon, was läuft da zwischen dir und Nick? Es tut mir so leid, ihr steht euch sehr nah und er bedeutet dir so viel. Und trotzdem hast du ihn einfach geküsst? Ich hätte das nicht tun dürfen, aber es ist nun mal passiert. Es ist einfach so passiert. Ja, ich weiß, das klingt sehr dumm, aber normalerweise bin ich nicht so. Ich bin keine Frau, die sich den Männern einfach so an den Hals wirft. Aber Nick, hast du dich an den Hals geworfen? Ich wollte dir nicht wehtun. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Wie lange läuft das jetzt schon? Da läuft gar nichts. Es ist weiter nichts passiert. Nur ein kleiner Kuss? Es hätte mich krank gemacht, wenn ich es für mich behalten hätte. Und fühlst du dich jetzt besser? Nein, nicht wirklich. Aber es war richtig, es zu tun. Es zuzugeben? Ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du mich für alle Zeiten hassen würdest. Ich werde dich doch nicht verdammen, Katie, nur weil du Nick einmal geküsst hast, oder ist mehr passiert? Das war so ziemlich alles. Na ja, dann hast du ihn eben geküsst. Du bist ganz offensichtlich in ihn verliebt. Und ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der dir das verübeln könnte. Er ist ja so ein charmanter Kerl. Irgendwie finde ich es sogar süß. Rach, ich habe dir x-mal auf deine Mailbox gesprochen. Wo warst du? Du warst hoffentlich nicht bei Ashley. Rach, wir alle wollten diese Sache geheim halten. Dass mein Bruder auf deine Mutter geschossen hat, sollte unser Familiengeheimnis bleiben. Das der Forresters und der Logans. Alle waren damit einverstanden, sogar Stephanie. Ich glaube nicht, dass Ashley uns absichtlich schaden würde, aber es wäre doch möglich, dass sie sich mal verplappert. Und dann käme mein Bruder ins Gefängnis. Bitte, bitte sag mir, dass du ihr nichts erzählt hast. Es wird ein Geheimnis bleiben, Logan. Oh, danke, vielen Dank. Jetzt bin ich wirklich erleichtert. Ich will nicht, dass Ashley die Wahrheit erfährt. Wer weiß, vielleicht gehen sie noch einmal miteinander aus und... Das ist schon geschehen. Sie waren zusammen im Café Russe. Was? Wahrscheinlich begleitet er sie nach Hause. Und um ehrlich zu sein, das macht mir große Angst. Ashley, ich möchte nicht, dass Sie mit dem Taxi nach Hause fahren. Ich werde sie nach Hause bringen. Danke, das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Storm, was haben Sie vor? Ashley, es tut mir leid, aber ich muss es Ihnen sagen. Ich habe Rich vorhin gesehen. Hat er Ihnen was erzählt? Ich meine, irgendwas über mich? Es gibt hier also zwei Frauen, die um dich kämpfen? Ich würde es nicht unbedingt kämpfen nennen. Das Aber es ist gut für das männliche Ego. Ich habe es wirklich nicht drauf angelegt. Hm. Willst du mir nicht verraten, um wen es sich bei den interessierten Damen handelt? Na, Bridget und Katie Logan. Oh, du triffst dich mit Katie Logan? Nein, sie passt manchmal auf Jack auf. Ich habe noch nie so eine Frau kennengelernt. Tja, das ist ein schwerwiegendes Argument. Sie spielt Basketball und Darts und sie mag Pistazien. Na also, was willst du mehr? Wie ich schon sagte, sie kommt öfter zum Babysitten her. Ja. Und jetzt ist die Kleine in dich verknallt. Nein, was heißt verknallt? Sie ist doch kein Kind. Nein, eigentlich ist sie für den Job sogar ein wenig zu alt, denke ich. Es sei denn, sie benutzt ihn als Vorwand. Als Vorwand wofür? Wofür wohl? Um dich zu sehen. Aber nein, Mutter, bitte.
Sie ist hierher gekommen, um Bridget zu helfen. Bridget ist ihre Nichte. Oh, das habe ich vergessen. Katie ist sowas wie Bridgets Tante. Es ist kompliziert. Ja, aber es ist nur kompliziert, wenn man es kompliziert macht. Und damit meine ich deine Gefühle. Es ist kompliziert. Du findest es süß? Naja, dass ich meine Tante in meinen Freund verknallt, habe ich nicht erwartet. Wie soll ich das denn sonst finden? Ich habe das nie gesagt. Du hast von Verliebtsein gesprochen. Wie würdest du es denn nennen? Für mich ist es nichts. Ach, wirklich? Okay, also hast du dich nicht in ihn verliebt? Natürlich nicht. Das wäre doch absurd. Das wäre darin absurd. Er ist sehr charmant, er kann gut flirten, er ist sexy und erfolgreich. Und ich finde, hat er dir gesagt, dass er dich mag? Nein, wir bleiben nicht die halbe Nacht lang auf, um über unsere Gefühle zu reden. Das will ich doch hoffen. Es wäre ja auch etwas sonderbar, denn du bist ja zum Babysitten hier. Richtig, ich bin zum Babysitten hier, weil du mich darum gebeten hattest. Richtig. Richtig, ich meine... Nur zu, du wolltest doch gerade etwas sagen. Ich bin zwar nicht an Nick interessiert, aber wenn ich es wäre, glaubst du, er fände mich nicht heiß oder sexy genug oder was? Bitte, Katie, nein. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass du und Nick, ich habe euch nie als Paar gesehen. Ich bin ja auch nicht wie du und lese ihm jeden Wunsch von den Augen ab, Bridget. Ich glaube nicht, dass das jetzt als Kompliment gemeint war. Das kannst du nehmen, wie du willst. Hör schon auf. Lass uns jetzt nicht gemein und zickig werden. Weißt du, ich kenne Nick besser als die meisten anderen und... Wir haben so unglaublich viel durchgemacht und ich will einfach nicht, dass du dir Hoffnungen machst und verletzt wirst. Ich mache jetzt mal ein Fläschchen für Jack. Das ist meine Aufgabe als Babysitter. Ich mache das. Oh wow, ich habe Nick schon einmal verloren. Ich verliere ihn nicht nochmal. Und vor allem nicht an dich, Tante Katie. Ich bin etwas überrascht, dass sich Storm und Ashley so schnell wieder sehen wollten. Aber das ist kein Verbrechen, Ridge. Nein, das ist kein Verbrechen. Und wo liegt denn das Problem? Logan, ich unterstelle deinem Bruder keine bösen Absichten, aber ich gebe ihm keine Gelegenheit mehr, jemanden zu verletzen, den ich kenne. Storm ist kein gewalttätiger Mensch. Okay. Aber Fakt ist, er hat auf meine Mutter geschossen und es so gedreht, dass dein Vater verdächtigt wurde. Ich bin besorgt. Ich bin wirklich besorgt. Du solltest eigentlich wissen, dass ich allen Menschen, die mir nahestehen, nur das Beste wünsche, vor allem meiner Familie. Da bin ich genau wie du. Aber tut mir leid, ich teile nun mal nicht deine Meinung, dass Storm harmlos ist. Ich habe sie mit Rich gesehen und das ist ja auch okay. Ich wundere mich nur, wieso sie mir nichts davon erzählt haben. Ich hielt es nicht für nötig, es war nichts Wichtiges. Also, was wollte er? Es gab Probleme in der Firma. Er war nur besorgt, das ist alles. Rich ist nicht extra ins Café Rüss gekommen, um mit Ihnen über die Arbeit zu reden. Er ist gekommen, um Sie vor mir zu warnen. Das gefällt mir gar nicht. Ich werde nicht erlauben, dass er alles kaputt macht. Das tut er überhaupt nicht. Wovon reden Sie eigentlich? Wir hatten heute Abend Spaß miteinander. Wir haben viel gelacht, oder etwa nicht? Ja. Es ist jetzt wirklich spät und ich muss schlafen. Morgen habe ich einen anstrengenden Tag im Büro und deshalb werde ich jetzt sofort mit dem Taxi nach Hause fahren. Nein, schon gut. Sie haben recht, Rich. Darf uns diesen Abend nicht kaputt machen. Dazu war er viel zu schön. Ich will nicht, dass er schon zu Ende ist. Ich fahre Sie nach Hause. Oh, hi. Jackie, du siehst blendend aus. Vielen Dank. Wo ist Nick? Er ist oben bei dem Kleinen. Oh, okay. Ich wollte auch nach ihm sehen, aber... Ach, mach dir keine Sorgen. Er bringt ihn runter, wenn er wach ist. Was ist das denn alles? Ach, ich habe nur ein paar Sachen für den Kleinen eingekauft. Nur ein paar Sachen? Oh, sind die süß. Du meine Güte. Er wird das bestangezogenste Baby in der Krabbelgruppe sein. Hast du denn vor, mit Jack dahin zu gehen?
Keine Angst, Jackie. Meine Erwartungen sind nicht allzu hoch. Aber du hast welche, nicht wahr? Ich liebe deinen Sohn. Und ich weiß, du hältst meine Mom und Nick für das ideale Paar. Aber ich glaube, Nicks Zeit mit meiner Mutter ist vorbei. Hey, wie läuft's bei euch da unten? Gut. Ich hatte eine nette Unterhaltung mit deiner Mom. Ach. Wie geht's euch beiden? Fein, aber ich wollte eigentlich was anderes wissen. Kleiner Mann. Wisst ihr was? Jetzt nehme ich mal meinen süßen kleinen Enkel. Danke sehr. Wie war das Gespräch mit Katie? Rich, bitte glaub mir, Storm würde nie wieder jemanden verletzen. Er findet diesen Vorfall mit Stephanie furchtbar. Er war mit den Nerven am Ende und hat die Kontrolle verloren. Er war in einer ungewöhnlich schwierigen Lage. Er ist dein Bruder. Wenn es um Storm geht und um das, wozu er fähig ist, bist du nicht sehr objektiv. Nein. Es geht dir überhaupt nicht um Storm, sondern um Ashley. Er ist eine tickende Zeitbombe. Natürlich geht's um ihn. Und ich will nicht, dass er für die Familie oder für Menschen wie Ashley, die ich mag, eine Bedrohung darstellt. Danke, Storm. Es war ein amüsanter Abend. Ja, das fand ich auch. Soll ich Ihnen noch etwas Gesellschaft leisten? Oh, nein, ich glaube nicht. Es war wirklich nett, aber ich habe morgen einen anstrengenden Tag. Ach, ja, ja, der Belief-Duft, nicht wahr? Es ist schon seltsam, das, was wir für wahr halten, beeinflusst unser Denken, unser Fühlen und unsere Reaktionen. Woran glauben Sie, Ashley? Glauben Sie daran, dass wir uns blendend verstehen, oder glauben Sie das, was Rich von mir denkt? Naja, Katie hat mir gesagt, was passiert ist. Sie hat mir erzählt, dass sie dich geküsst hat. Sie wollte es dir nicht verheimlichen. Ich habe das gar nicht so ernst genommen. War es denn was Ernstes? Für einen alten Seemann wie mich. Hör zu, Nick. Ich weiß, du hast momentan sehr viel um die Ohren. Du stehst vor einer Scheidung. Du ziehst dein Kind allein groß. Und ich will keinen unnötigen Druck auf dich ausüben. Ich weiß schließlich, wie du auf Frauen wirkst. Also, wenn du ausgehen willst oder Lust hast, jemanden zu küssen oder sonst was, dann sag es mir bitte. Denn im Nachhinein zu erfahren, dass ihr euch geküsst habt, hat mir sehr wehgetan. Tu das, bitte. Nie wieder. Ich verspreche es. Nie wieder. Süß ist es ja schon, dass sie in dich verknallt ist. Sie ist nicht die Einzige. Nick, es gibt für mich nichts Schöneres, als Zeit mit dir und Jack zu verbringen. Du bedeutest mir unendlich viel. Du bedeutest mir auch sehr viel. Niki, kommst du mal bitte? Dein... Niki, ich glaube, dein Sohn braucht dich mal ganz dringend hier oben. Du musst gehen. Ich komme, Mutter. Katie, ich nehme das gleich mit. Oh. Vielen Dank. Gern. Ich habe mit Nick geredet. Es ist alles geklärt. Gut, toll. Was hat er gesagt? Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur eins. Katie, Nick und ich hatten nie eine wirkliche Chance, als wir verheiratet waren. Jetzt sind wir gerade dabei, eine Beziehung zu entwickeln. Und ich habe nicht vor, mir die wegnehmen zu lassen. Schon gar nicht von dir. Du siehst meinen Bruder falsch. Glaubst du? Er stellt für niemanden eine Gefahr dar, auch nicht für Ashley. Im Gegenteil, ich glaube, dass er von ihr fasziniert ist. Also, ich warte. Was glauben Sie? Ich glaube, es ist ein wunderschöner Abend gewesen. Und dass es jetzt an der Zeit ist, schlafen zu gehen.
Ich hatte gehofft, wir würden uns noch ein wenig unterhalten und uns bei einem Drink etwas besser kennenlernen. Außerdem hat es angefangen zu regnen. Wir werden noch ganz nass. Ja, ich hätte auch Lust auf einen Schlummertrunk. Ein andermal, ja? Hören Sie, ich bin wirklich müde. Sie trauen mir nicht. Gute Nacht. Es war ein schöner Abend. Wir sehen uns bald wieder. Ashley verhält sich irgendwie eigenartig. Du musst dir was erzählt haben, Rich. Hey, Rich. Gut, dass du anrufst. Ich wollte nur wissen, ob du sicher nach Hause gekommen bist. Ja, ja, schon. Aber weißt du, ich habe mich doch etwas unwohl gefühlt. Und Storm ist gegangen? Ja, er ist endlich weg. Ich habe ihm nicht erzählt, dass ich es weiß. Und ich habe meine Angst so gut es ging versteckt. Das Wichtigste ist, dass du jetzt zu Hause bist und in Sicherheit. Ja, danke, dass du mich noch rechtzeitig gewarnt hast. Natürlich. Du weißt ja, wie sehr ich dich mag. Vielen Dank. Sehr lieb von dir. Gut. Hast du die Tür zugeschlossen? Ja, das habe ich getan. Eins ist sicher. Du wirst damit nicht durchkommen, Rich. Es wird dir nicht gelingen, alles kaputt zu machen. Ich schwöre bei Gott, das werde ich nicht zulassen. Ashley und ich, wir werden zusammen sein. Für dich? So viele Pistazien? Ja, du kriegst sowieso nie genug davon. Hör zu, bevor ich gestern gegangen bin, ist Bridget hier aufgetaucht. Und sie meinte, sie hätte das Gefühl, ich sei in dich verknallt. Sie fände das zwar süß, aber sie müsste mich warnen, weil ich überhaupt nicht dein Typ bin. Und stimmt das? Was? Ich meine, dass du in mich verknallt bist. Nein, ein egoistischer Trottel wie du hat bei mir keine Chance. Ah ja, da ist sie wieder. Das ist die Katie, die ich kenne und liebe. Also mach sie endlich auf, oder willst du, dass ich verhungere? Nick? Taylor? Oh, Entschuldigung. Hi. Du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Oh, wow. Wunderschönen guten Morgen. Gut ist übertrieben. Ich habe unglaublich schlecht geschlafen. Ich hatte ständig das Lachen deiner Mutter im Ohr. Sie sagte, sie würde mir Jack wegnehmen und allen meine Unfähigkeit beweisen. Ich hab's kommen sehen, dass sie sich eines Tages auf diese Eizellenspende berufen würde, um mir mein Kind streitig zu machen. Taylor, es tut mir so leid. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was du gerade durchmachst. Es gab eine Zeit, da hätte ich es nicht ertragen, aber ich habe mich wieder gefangen. Du hast ja jetzt mich. Ich werde dich unterstützen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Es wird dir noch mehr bedeuten, wenn du das hier liest. Du kommst immer zum richtigen Zeitpunkt, hä? Hi, ich habe nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich habe auch nicht erwartet, dass du vorbeikommst. Was führt dich hierher, Brooke? Ich wollte Bridget sehen. Bridget ist nicht hier. Nicht hier? Nein. Ich dachte, dass... Falsch gedacht. Oh, verstehe. Ja, klar. Was wolltest du von ihr? Naja, ich wollte wissen, wie es ihr grundsätzlich so geht. Mit dir. Oh, mein Typ ist gefragt. Ich sehe besser mal nach. Ich bin hier schließlich der Babysitter. Also dann... Sie ist der Babysitter? Ist sie deshalb hier? Nicht wirklich. Ich... Aber sie hat doch gesagt, dass sie... Ich hab gehört, was sie gesagt hat. Ja, aber aus welchem Grund ist sie denn da? Ich weiß es nicht. Wenn du es wissen willst, frag sie doch. Eine Pistazie? Oh, nein. Pistazien sind nichts für mich. Zu viel Fett. Okay, dann eben nicht. Also, sag schon, wo ist Bridget? Ist sie im Krankenhaus?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich dachte, sie wohnt hier. Brooke, wir lassen uns Zeit. Es gibt keine Verpflichtungen. Also, wir wohnen nicht zusammen, aber wir sehen uns sehr häufig. Wir gehen alles ganz langsam an, wie schon gesagt. Oh. Aber ich weiß, dass meine Tochter dich über alles liebt. Hallo, hier kommt die Hauptperson. Darf ich ihn mal nehmen? Sicher. Hi. Oh, hab ich dich endlich. Wie geht's denn meinem kleinen Schatz? Hm? Oh, du hast aber süße Postbäckchen. Hallo. Ja, ganz richtig, Warren. Storm Logan arbeitet nicht mehr für uns. Geben Sie das bitte weiter. Vielen Dank. Danke, dass du auf mich aufgepasst hast. Das ist doch das Mindeste, wenn du dich mit dem Mann triffst, der auf meine Mutter geschossen hat. Es war unheimlich. Ich übertreibe nicht. Anfangs dachte ich, er ist nur etwas merkwürdig. Es wäre mir lieber, wenn du dich in Zukunft nicht mehr mit diesem Psychopathen triffst. Naja, also ich bin mit ihm fertig. Umgekehrt ist das höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Wieso sagst du sowas? Was meinst du damit? Ashley, was meinst du damit? Was hat der Kerl getan? Ich bin ihn fast nicht mehr losgeworden. Ich wollte ein Taxi nehmen, aber er bestand darauf, mich nach Hause zu fahren. Es war unheimlich. Und dann wollte er auch noch mit reinkommen. Was? Er hat zwar nicht darauf bestanden, als er meinen Widerstand spürte, aber ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Tja, das geht nicht nur dir so. Dieser Kerl ist vollkommen krank. Stell dir vor, er hat mir heute schon 3 Nachrichten geschickt, bevor ich in die Arbeit fuhr. Ich war mir nicht sicher, ob es richtig war, dir die Wahrheit zu sagen. Jetzt weiß ich es. Diese Sache ist ziemlich kompliziert, Ashley. Du musst mir etwas versprechen. Was? Du darfst keinem etwas davon erzählen. Ich habe Brooke nur gesagt, dass ich dir geraten habe, dich von Storm zu distanzieren. Wenn sie rausfinden sollte, dass ich dir von dem Schuss erzählt habe, macht sie sich Sorgen, dass du mit irgendjemandem darüber reden könntest. Also sag bitte niemandem etwas. Tust du mir den Gefallen? Eine schriftliche Erklärung? Ja. Ich habe mich gestern Abend mit einigen Forrester-Anwälten zusammengesetzt. Nach diesem Auftritt, den dir meine Mom geliefert hat, weil sie meint, Jack vor dir beschützen zu müssen. Wir haben die ganze Nacht diskutiert und dann diese Erklärung ausgearbeitet. Jetzt muss Nick nur noch seine Unterschrift drunter setzen. Mit diesem Dokument beantragt Nick das gemeinsame Sorgerecht für euch. Damit rückt Jack einen Schritt näher dahin, wo er hingehört. Nämlich zu dir. Ich danke dir. Vielen Dank. Er sieht so friedlich aus, wenn er schläft. Ja, da hast du recht. Brooke, nachdem Bridget nicht hier ist, können wir irgendwas für dich tun? Um ehrlich zu sein, ich würde mit Nick gern über Taylor reden. Angeblich hat sich ihr Zustand stabilisiert, aber das kaufe ich ihr nicht ab, sonst hätte sie sich nicht mit meinem Sohn eingelassen. Ich glaube, sie tut das absichtlich, um sich an mir zu rächen, weil sie glaubt, dass ich ihr Jack weggenommen hätte. Naja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Katie, roll bitte nicht so mit den Augen. Wenn dir klar wäre, welches Ausmaß dieses Problem hat, würdest du mich mit Sicherheit unterstützen. Fest steht, wir dürfen ihr Jack nicht überlassen. Der Richter kam auch zu dem Schluss, dass sie nicht fähig ist, ihn gut zu versorgen. Taylor war sehr erschöpft. Ihre Qualitäten als Mutter hat der Richter nie in Frage gestellt. Ich möchte mehr Zeit mit unserem Sohn verbringen. Entschuldige meine Ausdrucksweise, aber was sagt denn ein Wachhund dazu? Ich habe mit ihm darüber gesprochen und er versteht, dass ich mich zu Jack hingezogen fühle. Und versteht er auch, dass du vorhast, eine größere Rolle im Leben meines Sohnes zu spielen? So ganz klar ist ihm das bestimmt nicht. Es ist nicht so, dass ich ihm was verschweige. Er wird eine Enttäuschung nach der anderen erleben. Willst du ihm das zumuten? Was?
Glaubst du, er kann sich nicht ändern? Brooke, es ist mir egal. Und was Taylors Rolle in Jacks Leben angeht, darum brauchst du dich nun wirklich nicht zu kümmern. Du hast schon vor langer Zeit deine elterlichen Rechte abgetreten. Ende der Geschichte. Nick, du verstehst nicht. Ich will in Jacks Leben eine Rolle spielen. Ich bin seine Mutter. Und ich denke immer an ihn, an jedem einzelnen Tag. Ich vermisse ihn, jede Stunde, jede Minute. Und jetzt möchte ich die Gelegenheit haben, Zeit mit ihm zu verbringen und ihm die Mutter zu sein, die er braucht. Glaubst du, Nick unterschreibt das? Fragen kostet nichts. Ja, aber ich kenne ihn. Er würde niemals etwas Unseriöses unterschreiben. Es ist nicht im geringsten unseriös. Hör zu, ich habe wirklich sehr viel Respekt vor Nick. Auch wenn er dir gegenüber vielleicht nicht ganz fair war und Entscheidungen getroffen hat, die dir wehtun. Ich glaube, er weiß, dass du dein Leben wieder im Griff hast. Und wenn wir ihm erzählen, wie meine Mom sich dir gegenüber verhalten hat, dann wird er das garantiert unterschreiben, da bin ich sicher. Vielen Dank. Ich habe dir etwas versprochen. Ich werde alles tun, damit du bekommst, was du willst und was du brauchst. Ich werde mein Versprechen halten. Auch wenn es Leute gibt, die gegen unsere Beziehung sind. Ich bin für dich da. Egal, was auch immer geschieht. Du bist unglaublich. Ich liebe dich. Nick, ich habe Jack damals aufgegeben, weil du mit Taylor zusammen warst. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Er gehört doch zu meinem Leben. Kannst du das denn nicht verstehen? Wieso fängst du wieder damit an? Weil du das alleinige Sorgerecht hast. Ja und? Na, weil du entscheiden kannst, wer mit Jack Zeit verbringen darf und wer nicht. Weil du entscheiden kannst, mit wem zusammen er aufwächst, zu wem er eine Bindung entwickelt und wer seine Mom ist. Wir müssen ihn unbedingt vor seiner schwachen Mutter beschützen. Du weißt doch, wie sehr ich diesen kleinen Jungen liebe. Findest du nicht, ich könnte ein positiver Einfluss Darum geht für es ihn doch sein? Überhaupt nicht. Ich bitte dich. Nick, er braucht eine Mutter. Wenn du mich auch nur noch ein bisschen gern hast, dann gibst du mir die Chance, für Jack eine gute Mutter zu sein. Diese Zeitbombe tickt also schon länger. Diese ganze Geschichte ist furchtbar. Es ist wichtig für Brooke, die Wahrheit zu vertuschen. Ich mache das nur für sie. Wieso ist Storm nicht im Gefängnis? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin darüber nicht besonders glücklich. Und? Willst du mir nichts davon erzählen, bitte? Okay, Brooke und meine Mutter haben das gemeinsam so vereinbart. Wieso macht deine Mutter sowas? Weil sie dachte, sie könnte meinen Vater zurückgewinnen, wenn sie Storm gegenüber Mitleid zeigt. Soll das ein Witz sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Stephanie so einer Sache zustimmt. Jetzt weißt du, wieso wir darüber Stillschweigen bewahren müssen. Naja, ich kann schon verstehen, wieso du das tust. Du willst die beiden Familien nicht belasten und deine Beziehung mit Brooke auch nicht. Sie hat von Storm ein ganz anderes Bild als ich. Soviel ich weiß, hasst der Kerl jeden, der ihn je enttäuscht hat oder der ihm irgendwie in die Quere gekommen ist. Insbesondere seinen Vater und meine ganze Familie. Okay, verstehe. Das erklärt so ziemlich alles. Brooke wird bis an ihr Lebensende behaupten, dass ihr Bruder kein Psychopath ist. Und ich werde immer anderer Meinung sein. Er ist gefährlich. Storm ist ein gefährlicher, unberechenbarer Mann. Er hat auf deine Mutter geschossen. Ich denke mal, das spricht für sich. Nicht zu fassen, dass Brooke einfach so auftaucht und behauptet, eine wichtige Rolle in Jacks Leben spielen zu wollen. Hat sie sich tatsächlich als seine Mutter bezeichnet? Ja, hat sie. Rich würde sie in der Luft zerreißen. Wenn sie dir vor einigen Monaten gesagt hätte, dass sie für Jack da sein möchte, dann wärst du ganz sicher der glücklichste Mann auf der Welt gewesen. Wie stehst du jetzt dazu? Nochmal davongekommen.
Nick, es ist was passiert. Ich muss dringend mit dir darüber reden. Kommt rein. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Mutter will das Sorgerecht für Jack. Du musst sie aufhalten, bevor sie weiteren Schaden anrichtet. Ich wundere mich nur, dass Stephanie diesen Vorfall nicht dazu benutzt hat, um die Logans zu vernichten. Glaubst du nicht, dass wir es bereut? Ich bin überzeugt. Mutter hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Dad wieder zu ihr zurückkommt. Oh, das tut weh. Und was glaubst du? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja, das ist ihre Sache, aber ich würde nicht schweigen, wenn niemand auf mich geschossen hätte. Zugegeben, ich bin nicht das Opfer. Okay, also, ich gebe dir mein Wort. Verlass dich drauf. Ich werde nichts sagen. Vielen Dank. Genau das wollte ich hören. Es ist schon irgendwie schade. Es gibt so viele Stolpersteine auf deinem und Brooks Weg. Wie geht's dir damit? Naja, manchmal ist es schon seltsam. Ich danke dir vielmals für deine Freundschaft. Gut, dass dir nichts passiert ist. Letzte Nacht habe ich mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Da bist du nicht der Einzige. Versprichst du mir, Storm, künftig aus dem Weg zu gehen? Glaub mir, ich habe meine Lektion gelernt. Gut. Ich habe noch immer ein Faible für dich, Ashley. Ich für dich auch. Also, was genau ist passiert? Meine Mutter kam gestern zu Taylor und hat behauptet, dass Jack vor ihr beschützt werden muss. Deswegen habe ich es für eine gute Idee gehalten, mich mit den Forrester-Anwälten zu treffen. Was wolltest du von denen? Ich versuche, Taylor zu unterstützen. Siehst du denn nicht, dass sie sich wieder stabilisiert hat? Nicht unbedingt, nein. Okay, aber es ist so. Der Punkt ist, du kennst meine Mutter. Wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann lässt sie sich durch nichts aufhalten. Und jetzt will sie das Sorgerecht für Jack. Du bist der Einzige, der Taylor ein Recht auf ihr Kind zugestehen kann. Du hast das alleinige Sorgerecht. Meine Mom wird schon sehr bald hier auftauchen. Ich soll diese Erklärung hier als mein persönliches Statement unterzeichnen. Ja. Darin bitte ich den Richter, für uns beide wieder ein gemeinsames Sorgerecht für Jack einzutragen. Ist das richtig? Ja, ganz genau. Es gibt hier nur ein Problem. Ich habe das Dokument nicht verfasst. Ich habe es noch nie gesehen und soll meine Unterschrift darunter setzen? Nicht mit mir. Nick, alles, was da steht, ist wahr. Du weißt doch, wie sehr ich mich in letzter Zeit bemüht habe. Ich brauche deine Unterschrift, sonst verliere ich mein Baby an Brooke. Okay, hör zu. Deine Sorge um mich, um meinen Zustand, war absolut berechtigt. Das weiß ich. Das war zu dieser Zeit, die wirklich schwierig für mich war, als du wolltest, dass ich in die Scheidung einwillige. Und ich weiß auch, wie schockiert anschließend alle waren und dass sie sich das Maul zerrissen haben, weil Rick und ich uns so gut verstehen. Aber Fakt ist, er war mein einziger Freund. Er war der Einzige, der mir geholfen hat. Ich verdanke es ihm und seiner Zuneigung, dass ich heute wieder so bin wie damals, als du dich in mich verliebt hast. Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, an unserer Beziehung ist überhaupt nichts schmutzig oder anstößig. Nichts davon ist wahr. Wir sind noch nicht ein einziges Mal miteinander im Bett gewesen. Das will ich klarstellen. Wieso ist das so wichtig? Weil ihre Schwester ständig versucht, uns das zu unterstellen. Sie behauptet nämlich, dass meine angeblich krankhafte Beziehung zu Rick zeigt, wie labil ich bin. Nick, du hast mir gesagt, ich darf nie vergessen, dass wir die Eltern dieses Babys sind und dass wir es großziehen sollen. Du hast mir gesagt, ich darf das nie vergessen, also bitte unterschreib. Dann ist sichergestellt, dass ich ihn gemeinsam mit dir großziehen kann. Du weißt, dass ich dir den Jungen nie wegnehmen wollte. Das weißt du ganz genau. Das würdest du nie tun, keine Frage. Aber meine Mom, deswegen ist das hier so dringend. Brooke und Rich sind hervorragende Eltern. Kannst du dir vorstellen, dass Rich Nicks Kind großzieht? Komm schon, du weißt doch, was Rich von dir hält. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, Jack wirklich Liebe entgegenzubringen. Brooke kann ihn nicht mit ihm zusammen großziehen. Unmöglich. Oder denkst du etwa, das wäre ein guter Platz für deinen Sohn bei dem Groll, den Rich gegen dich hegt? Taylor hat recht, das darf man sich gar nicht vorstellen. Brooke würde von nichts anderem mehr reden, als von ihrer magischen Verbindung mit Jack und diesem unsichtbaren mütterlichen Band. Ich meine, die Wahrheit ist, die Eizellen, die Brooke sich entnehmen ließ, waren nie für eine Eizellenspende vorgesehen. Wir haben diesen Weg gewählt. Ich habe dieses Kind ausgetragen, ich habe es geboren und ich bin folglich seine Mutter.
Bitte, Nick, du musst mir helfen, meine Position als Jacks Mutter zu verteidigen. Nick. Spätestens jetzt müsste dir klar sein, dass Taylor ihr Leben wieder voll im Griff hat. Wenn der Richter von dir diese Erklärung bekommt, hat das sehr großes Gewicht. Und deshalb bitte ich dich, in Taylors Namen, versuch das Beste für deinen Sohn zu tun und unterschreib dieses Dokument. Du siehst doch, wie sehr Taylor gelitten hat. Gib ihr Jack wieder zurück.